Hallo und willkommen zu Teil 7 meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Einen Monat im Winter auf Gran Canaria haben wir verbracht und in diesem Teil geht es um unseren Versuch, den Jardín Canario zu besuchen. Der war dann leider geschlossen. Also, weil wir schon auf halber Strecke waren, sind wir wieder in den Bus gestiegen, in den Überlandbus und sind weitergefahren nach Santa Brígida. Das ist ein Ort, der in den Hügeln liegt. Sehr angenehmes Klima dort. Früher gab es dort auch Hotels für einen Kuraufenthalt. Und ja, heute wohnen dort viele betuchte Menschen. Es gibt da etliche Villen. Und es gibt auch so eine Art Schaubauernhof, die Finca del Galeón. Das ist so ein Landwirtschaftspark mit Palmenhain. Und da gibt es dann Gemüse- und Obstplantagen, aber auch Esel und ja, ich glaube Schafe, Ziegenteiche. Das kann man sich als Familie auch gerne mal angucken. Man kann da aber auch einfach so wunderbar spazieren gehen. Dann haben sie dort auch noch eine Casa del Vino, die liegt direkt an der Hauptstraße. Da kann man vieles erfahren über die Geschichte des Inselweins. Man kann da auch wohl probieren, das haben wir jetzt nicht gemacht. Man hat dort auch einen kleinen Mirador, einen Aussichtspunkt, wo man dann auf eine Schlucht schaut. Das ist jetzt hier nicht überbordend interessant in Santa Brígida, aber da wir sowieso schon auf dem Weg waren, haben wir uns das halt auch mal angeguckt. Wie gesagt, eigentlich war das Ziel der Botanische Garten. Den haben wir dann an einem anderen Tag besucht. Da ist das Besondere, es gibt nämlich zwei Eingänge, einen oben, einen unten. Und leider fährt der Bus nur zu dem oberen Eingang. Das ist etwas unpraktisch für Menschen, die vielleicht nicht ganz so trittfest sind oder nicht so gut auf schmalen Steigen und kleinen Treppchen, denn das geht schon steil bergab und deswegen ist es eigentlich immer empfehlenswert, unten zu starten und unten halten keine Busse, da muss man dann leider mit dem Taxi. Von Las Palmas aus sind das so ungefähr 27 Euro, die man bezahlt. Dann wieder mal viel Spaß. So, jetzt haben wir vor, den Jardín de Canario zu besuchen. Da ist wohl das Besondere, ein besonderer Kakteenpark, wurde uns gesagt. Und wir sind jetzt von Las Palmas aus mit dem Buslinie 301 ab Parque Santa Catalina gefahren. Das sind so ungefähr knappe halbe Stunde, nicht ganz. 3,30 Euro für zwei Personen, einfache Fahrt hin. Im Bus gibt es selbst keine Anzeigen, aber man kann dem Busfahrer Bescheid geben, wo man aussteigen möchte. Dann sagt er, wo es denn soweit ist. Das hat er auch gemacht. Keine Anzeigen im Bus, dafür aber Musik. Es läuft in großer Lautstärke immer Radio. Die Kurven sind schon recht rasant genommen worden. Aber wir sind jetzt schon mal hier am Entrada angekommen. Ja, sehr ärgerlich. Wir sind jetzt umsonst gekommen. Der Park hat geschlossen und zwar die Öffnungszeiten enden immer unter der Woche um 14 Uhr. Letzter Einlass ist da um 13 Uhr. Hier kann man es lesen. Schade eigentlich. An Wochenenden und an Feiertagen ist bis 17 Uhr geöffnet. Jetzt können wir höchstens noch in ein Restaurant gehen, was es hier gibt. Das heißt auch Jardín Canario und einen Kaffee nehmen. Das ist wirklich eine Enttäuschung. Die Stimmung im Namen von Wawa. In diesem Bus gibt es eine Anzeige. Jetzt sind wir auf dem Weg zurück von Santa Brígida nach Las Palmas Parque Catalinas. Vor uns eine Frau hat Strelitzien eingekauft. Musik ist auch immer dabei.